Du lachst nicht, weil du glücklich bist, sondern du bist glücklich, weil du lachst. Guten Morgen. Glücksforscher auf der ganzen Welt kennen dieses unglaubliche Phänomen. Und dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Aber die psychologische Grundlage kannst du auf alle Lebensbereiche anwenden. Und schlanker werden, Depressionen bekämpfen und sogar verliebter durch das Leben gehen. Wie geil ist das denn? Das nennt sich das Tu-so-als-ob-Prinzip, wovon du bestimmt schon gehört hast. Und dazu gibt es ein paar richtig interessante Forschungen und Studien, die ich dir heute zeigen werde und dir deinen Alltag ab heute viel schöner gestalten lassen. Kennst du das Gefühl, vor Angst wegzurennen? Forscher haben genau diese Situation untersucht. Wenn jemand zum Beispiel Angst vor Spinnen hat, da ist eine Spinne. Oh, man rennt dann in den nächsten Raum und fragt seine Freundin, ob sie die denn irgendwie nach draußen befördern könnte. Sofort signalisiert die Körperfunktion, die man messen kann, diese Person ist auf der Flucht. Und das verstärkt die Angstsignale im Gehirn. Das bedeutet, die Körpersignale, wie dass der Puls steigt und die Hauttemperatur steigt, wirken sich so aus, dass der Körper realisiert, dass er in der Angst ist und die Angst noch weiter verstärkt. Wenn die Person allerdings so tut als ob, als hätte sie keine Angst, obwohl sie Angst hat, quasi einfach nur schauspielert, zum Beispiel sie sieht die Spinne in der anderen Ecke und lächelt einfach zufrieden, dann bleibt die Hauttemperatur konstant und der Puls, das sinkt auch wieder von der ersten Reaktion, die Spinne. Ne? Aber dann sagen, hey, hallo Spinne, ne? Fridolin, kannst du die Spinne mal wieder entsorgen? Mach die gerade nicht so. Ne? Das Krasse ist, die Angst reduziert sich nachweisbar um die Hälfte. Nur weil man so getan hat, als würde man zufrieden sein oder relaxed. Und gerade bei Ängsten, wo wir wissen, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht, können wir das wirklich effektiv und fruchtbar nutzen für unser gesamtes Leben. Und wir sind ganz, ganz selten einer wirklichen Gefahr ausgesetzt. Also das betrifft 99% der Probleme, wo ihr Angst habt, dass ihr theoretisch keine Angst haben müsstet. Also wenn du das nächste Mal Angst vor etwas hast, dann tu doch einfach mal so, als hättest du keine Angst. Und deine Angst mindert sich wie auf magische Weise. Und das Argument, dass man sich etwas vormacht, das kannst du direkt in die Tonne kloppen. Man macht sich ja bereits was vor, wenn man Angst vor einer Spinne im Raum hat. Und natürlich macht man sich auch etwas vor, wenn man Existenzängste in Deutschland hat. Für eine Grundsicherung der Existenz ist immer gesorgt. Lach doch einfach mal, wenn du das nächste Mal Angst um deinen Job hast, wenn dein Job in Gefahr gerät. Tu so, als wärst du Eckhart Tolle, wenn dich dein Chef unter Druck setzt. Oder bleib einfach cool wie Chuck Norris, wenn Kollegen schlechte Prognosen oder schlechte Nachrichten über die Unternehmenssituation mit dir teilen. Du hast sofort weniger Angst und das ist real. Du beeinflusst deine Realität. Das ist möglich. Schon seit den 60er Jahren, da gab es eine Studie, wo man gezeigt hat, dass man sich viel leichter verlieben kann, wenn man körperliche Signale des Verliebtseins imitiert. Eine Gruppe von Männern wurde geteilt. Eine musste 5 Minuten Jogging machen, die anderen die blieben ganz ruhig sitzen. Dann bat man eine Gruppe von Frauen in den Raum. Und die beiden Männergruppen sollten die Attraktivität und die Anziehungskraft, die von den Frauen ausgeht, beschreiben. Das wiederholte man in verschiedenen Testreihen. Was ist passiert? Was passiert denn beim Jogging? Erhöhter Puls und erhöhte Schweißproduktion. Genau dasselbe wie wenn man jemand sehr Anziehendes vor sich hat, was sehr Attraktiven. Entsprechend beurteilten die Menschen, die gerade gejoggt haben, die Frauen durchschnittlich attraktiver. Deswegen ist es auch im Sportverein oder in der Disco oder beim Jogging viel einfacher sich zu verlieben als zum Beispiel im schnöden Büroalltag. Der Körper hat ja bereits die Verliebtheitssymptome. Er hat sie ja schon. Und in einer entsprechenden Situation, wo man den Fokus auf den anderen Menschen hat, verstärkt sich dieses Verliebtsein nur. Dieses Prinzip ist allgemeingültig und gilt für alle Aspekte des Lebens. Wenn du draußen spazieren gehst, probier doch mal Folgendes aus. Laufe mit längeren Schritten als normal und schwinge deine Arme dabei. Nur das, einfach nur längere Schritte. Deine Arme schwingen.
Du musst nicht einmal lächeln, du läufst einfach nur beschwingt. Du wirst spätestens, wie die Forscher herausgefunden haben, wenn du 70 Sekunden so durchs Leben gehst, zufriedener werden. Da dein Geist ausgehend von den körperlichen Zeichen davon ausgeht, dass du zufriedener bist und er sendet die Signale zu deinem Gehirn. Nochmal zurück zur Liebe. Wer tut denn so, als würde er sich unglaublich lieben? Genau, die Schauspieler. Und es gibt unzählige Schauspieler, die sich aufgrund der Tatsache, dass sie ja, ein Liebespärchen in einem Film gespielt haben, auch tatsächlich verliebt haben. Das prominenteste Beispiel aus meiner Sicht ist zumindest Brad Pitt und Angelina Jolie. Da gibt es unzählige Beispiele. Da wurde ja nicht nur mal gejoggt oder irgendwelche sportlichen Aktivitäten gemacht, sondern da wurden wirklich körperliche Gesten und Berührungen ausgetauscht und man hat sich da reingefühlt. So getan als ob. Was natürlich diese ganze Sache viel mehr intensiviert und man entsprechend noch einfacher sich verliebt. Aber schon alleine die Sprache reicht aus, um unseren Geist zu verändern. Da gibt es viele Beispiele. Eine sehr tragische, aber auch faszinierende Anwendung innerhalb des Vietnam- oder des Koreakrieges war das, glaube ich. Das fällt mir immer wieder ein. Schöpfer der Wirklichkeit ist ein Buch, was ich in diesem Zusammenhang unbedingt erwähnen möchte. Es hat mein Leben auf unfassbare Weise geändert. Also man hat amerikanische Kriegsgefangene höflich gebeten, positive Dinge am Kommunismus aufzuschreiben. Und da findet natürlich jeder was. Man war sehr höflich, man bat die Menschen darum und zeigte sich auch dankbar für die Mitarbeit. Man erhielt ein wenig mehr Essen und auch mal ein anderes Getränk außer Wasser. Des Weiteren bot man dann irgendwann den Gefangenen an, wenn sie das dann gerne möchten und man würde sich darüber freuen, dass sie das auch mal vorlesen, was sie geschrieben haben. Ja gut, man versucht ja in der Situation der Kriegsgefangenschaft das, was man verantworten kann, auch als militärischer Kriegsgefangene, in dem Rahmen sich so wohl zu fühlen, wie man denn kann. Und warum das, was ich persönlich als positive Dinge am Kommunismus sehe, neben den ganz vielen negativen Dingen, warum nicht auch einfach mal vorlesen? Das nahm man dann auf. Und das führte zu folgendem Ergebnis. Sowohl die Gefangenen als auch die Amerikaner, die diese Botschaft ihrer Freunde im Knast quasi gesehen haben und die alle wussten, dass das in Gefangenschaft passiert war, empfanden danach den Kommunismus, wie man in Umfragen rausfand, plötzlich nicht mehr ganz so schlimm. Nach demselben Prinzip funktionieren ja auch Autosuggestionen. Man sagt sich einfach irgendwas und man glaubt dann das irgendwann auch oder zumindest etwas mehr. Medien sind ein super Beispiel in dem Kontext. Da gibt es auch in jedem Video von mir positive Suggestionen für dich, die dir halt in irgendeiner Weise helfen können. Wenn das alles nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, hat leider keiner einen Schaden für. Umso häufiger ein Bild von irgendetwas in einer bewusst selektiven Weise präsentiert wird, umso mehr entsteht ein verändertes Bild in den Köpfen der Menschen. Handle so, wie du sein willst und sage dir das, was du sein willst. Und du wirst es. Jetzt kommt ein ganz krasses Beispiel, was vielen die Augen öffnen wird. Und keiner hat dieses Ergebnis vorausgesehen in der Studie. Kann man auf Arbeit anwenden, Kindererziehung und generell, wenn es auch um Belohnungen geht. Zwei Gruppen von Studenten wurden in einen Raum geführt, um ein kompliziertes Puzzle zu lösen. Die einen bekamen eine Geldsumme in Aussicht, wenn sie es lösen. Die anderen nicht. Was glaubst du, wer schneller fertig wurde? Genau, die Gruppe ohne Belohnung. Sonst hätte ich ja das Video nicht gemacht. Man hielt das Ergebnis für, das kann nicht stimmen, das war so überraschend und man wiederholte dieses Thema immer wieder und immer wieder. Das Prinzip blieb gleich und widerspricht genau dem, was wir alle gelernt haben und was so häufig auf Arbeit angewendet wird, aus einem falschen Verständnis heraus. Wenn man die Leistung steigern will, so denkt man, muss man Belohnungen auspreisen. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ja, das ist das andere. Man muss einen speziellen Gegenwert liefern, damit eine Person etwas macht. Aber die Leistung und die Qualität der Arbeit, die steigert man damit nicht. Aus genau dem Grund, der sich wie ein roter Faden durch dieses Video zieht. Was bedeutet das denn, wenn uns jemand Geld gibt für eine Sache, die wir für ihn erledigen? Das bedeutet für unseren Geist, dass wir es genau deshalb tun. Er gibt uns Geld, deshalb tun wir das. So sind wir konditioniert. Und
das sind eher so negative oder sag mal eine gewisse Lästigkeit, die damit assoziiert wird. Also die Belohnung als solches sorgt dafür, dass wir eine Tätigkeit im Geiste weniger gut ausüben. Und die Studenten, die einfach jemanden in den Raum gesetzt hat und gesagt, das ist ein richtig anspruchsvolles Puzzle, probiert das mal zu lösen, wir stoppen auch die Zeit, wie schnell das geht, waren deshalb schneller, weil sie diese negativen Assoziationen nicht hatten. Obwohl es doch dieselbe Situation war und das Geld freiwillig noch draufgezahlt wurde bei der Gruppe, die langsamer war. Keiner konnte das vorhersehen. Aber das erklärt auch, warum Menschen wie ich dir ständig sagen, wie wichtig es ist, dass du das, was du tust, mit Liebe und Begeisterung tust und nicht des Geldes wegen. Sonst wirst du immer an einer gewissen Stelle im Leben bleiben. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Dieses Video ist episch und wird dein Leben nachhaltig verändern. Handlungen und extern aufgesetzte Dinge, die prägen uns. Wir wissen das eigentlich alle. Wir wissen das alle von unserem persönlichen Umfeld, wie wir aufgewachsen sind. Wir diskutieren und dann sagen, ja, ich konnte in der Situation nicht anders, ich bin doch so aufgewachsen und ich hatte diese böse Mutter oder den bösen Vater und der hat mich geschlagen und ich, sozialer Brennpunkt, da ist das, bla 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 bla. Das kennen wir alle. Und das ist korrekt. Ist korrekt. Es ist genauso. Wenn wir in so einem Umfeld aufgewachsen sind, dann hat das einen Einfluss auf uns. Aber dann, wenn wir endlich die Verantwortung haben, wenn wir 18 sind, wenn wir aus der Wohnung ausziehen, wenn wir selber über unser Leben entscheiden können, da vergessen viele diese Zusammenhänge einfach. Während einer Charity-Gala, einer Spendengala, wurden zwei Strategien angewendet. Zum einen wurden, wie üblich das so wie das so üblich ist, die Menschen gefragt, hey, unterstützt doch dieses Projekt, die Raupen XYZ müssen gefördert werden, sonst werden sie ausgerottet oder was auch immer. Man hat ihnen das Projekt dann erklärt und 46% der Menschen, die spendeten direkt. Ja, die Raupen müssen geschützt werden, 46% der Menschen spendeten. Die andere Gruppe, die bat man einfach nur eine kleine Anstecknadel, die man ihnen geschenkt hat, für eine Woche zu tragen, um dieses Projekt Rette die Raupe symbolisch zu unterstützen. Alle ja gesagt, ein, zwei vielleicht nicht, eigentlich fast alle ja gesagt, haben sich die kleine Nadel für eine Woche dran gemacht. So, wir waren ja auf der Spendengala, also hatten schon irgendwo ein Interesse dran oder wollten vielleicht auch nur Nahrung abgreifen. Wie auch immer, klar, symbolisch rettet die Raupe, da bin ich dabei. Nach einer Woche fragte man die Anstecknadelträger, ob sie dann auch bereit seien, die Aktion finanziell zu unterstützen. 90% sagten sofort zu. Warum? Weil ihr Verhalten und das Tragen der Nadel sie mit der Aktion bereits verbunden hat. Sie haben sich gefühlt, als ob sie die Aktion unterstützen. Und da geht es nicht um qualitative Maßstäbe, sondern da geht es einfach, ich unterstütze die Aktion. Man hat so getan, als ob. Das hat einen überhaupt nicht interessiert. Man wollte die gratis Häppchen haben, hat dann eben den Sticker oder den Pin da dran geklebt, aber man hat sich gefühlt, dass man die Aktion unterstützt. Und das ist eine ganz andere Ausgangsbasis, als wenn die Aktion neu an einen herangetragen wird. Weiteres Experiment. Studenten sollten eine Münze werfen. Bei Kopf mussten sie eine Sportübung machen, 10 Liegestütze, und bei Zahl mussten sie einen Wurm essen. Alle wollten keinen Wurm essen, muss man dazu sagen. Als die Hälfte der Studenten, die dann einen lebendigen Wurm essen mussten, kurz vorher vom Leiter der Studie informiert wurden, der dann reingerannt kam und sagte, nein, ihr müsst den Wurm gar nicht essen, ihr müsst den gar nicht essen. Taten nur 20% ihre Gabel wieder zurück auf den Teller. Die anderen 80% waren bereits so stark in dem Gefühl drin. Mist, ich habe verloren, aber ich habe diese Wette angenommen, ich mache das jetzt. Ich bin da schon drin. Das ist für diese Studenten, für die 80%, die vorher keinen Wurm essen wollten und nun eigentlich immer noch keinen Wurm essen müssen, die wollten jetzt den Wurm essen. Das war für sie eine Beschneidung des eigenen Selbstwertes. Man hat sich ein Commitment, man hat sich dafür bereit erklärt und nun macht man es auch. Aber wenn jetzt keiner mehr will, dass man diesen Wurm isst, man macht es. Man hat sich das gesagt und man hat sich das Spiel eingelassen und nun gehe ich da durch. By the way, die 80% wurden natürlich im Sinne des Tierschutzes dann gezwungen, den Wurm nicht zu essen und man hat ihn den dann aus dem, fast aus dem Mund reißen müssen. Dasselbe Experiment hat man dann auch mit einer Raupe durchgeführt und dasselbe Ergebnis, auch mit einer großen, dicken, ekligen Raupe. Also ja, wenn das die Rettet die Raupe Anhänger wüssten. Können diese Ergebnisse auch deine mentalen Probleme lösen? Können sie dich schlanker machen?
oder dich jünger werden lassen? Die Wissenschaft sagt zu allen ganz deutlich, ja, ja, ja. Du hast ein mentales Problem beim Zahnarzt. Es gab Tests, wo den Patienten gesagt wurde, dass man eine schmerzreduzierte Salbe aufgelegt hat und schon spürten die Menschen weniger Schmerz. Placebo-Effekt. Das ist das. Und das ist eben genau dasselbe. Das ist eine Pille und die Pille löst mittlerweile bizarrerweise in uns das Gefühl aus, Heilwirkung. So. Und ja, und dann hat man halt diese Bewegung, man nimmt die Pille oder je nachdem wie man seine Pille nimmt, ne? Keine Ahnung. Und dann hat man, okay, Heilwirkung, ich nehme die Pille zu mir, Heilwirkung. Oder halt schmerzlindernde Salbe, was auch immer. Menschen mit Wut wurde beigebracht, nachdem sie aus dem Gefängnis rausgekommen sind, in Situationen Verhaltenstherapie einen Schauspieler nachzuahmen. Ein Schauspieler, der vollkommen relaxed selbst die stärksten Demütigungen hinnehmen konnte, wenn es denn notwendig war. So. Und die Kriminellen haben so ganz cool, interessiert mich nicht, kannst du mich Arschloch nennen, ich stehe da drüber. Ne? Und so wurde mit diesen Menschen gearbeitet. In der anderen Gruppe wurde tiefenpsychologisch gearbeitet. Da schaute man, wo Probleme in der Kindheit sind und ob man das auflösen kann, Hypnosetechniken und so weiter. Die Gruppe, mit denen so gearbeitet wurde, dass man einfach ein bisschen geschauspielert hatte, sozialisierten sich nachweislich wesentlich schneller. Nicht nur ein bisschen, Signifikanzniveau 5% oder so, nein, wesentlich schneller als diejenigen, wo man ja, der Wut auf den Grund gehen wollte und man tiefenpsychologisch gearbeitet hat. Ja? Das ist ein Halleluja für die Verhaltenstherapie. Alte Menschen wurden in zwei Gruppen geteilt. Eine wurde über einen längeren Zeitraum Aufnahmen gezeigt, wo sie selber noch jung waren und man hat sich dann mit ihnen darüber unterhalten. Andere wurden mit aktuellen Filmaufnahmen bespielt und man hat sich darüber unterhalten. Nach 4 Wochen nahmen die typischen Altersempfindungen der ersten Gruppe dramatisch ab. Man fühlte sich wieder jung und dadurch, dass man sich wieder jung fühlte, hat man eben auch physiologische Prozesse wieder in die Richtung leiten können, dass es gesundheitlich gesund ist. Deswegen ist ja immer, wenn man denkt, man wird krank, wird man schneller krank. Oder man hat auch nachgewiesen, dass wenn man so mal im Heilungsprozess, wenn man an die Heilung glaubt, und das ist immer wieder beim Placebo-Effekt, aber da muss nicht mal irgendwie ein Placebo da sein. Generell, wenn man nur an die Heilung glaubt, dann katalysiert sich das. Und wenn alte Menschen denken, sie sind jünger, dann haben sie eben auch nicht nur psychologisch, sondern auch physiologisch sind sie jünger. Und ja, das ist Wahnsinn, wie anpassungsfähig und beeinflussbar wir Menschen sind. Nutz das doch. Wenn du abnehmen willst, dann setz keine externen Reize, die dich denken und fühlen lassen, was du nicht willst. Lass deinen Kühlschrank clean, geh nicht hungrig einkaufen. Ich werde dieses Thema auch in meinem neuen Buch, wo es um das Abnehmen geht, woran ich seit dem ganzen Jahr jetzt hier dran schreibe, was Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich erscheinen wird, werde ich das alles nochmal deutlich aufzeigen. Das wird ein riesengeiles Buch. Nur mal an der Stelle sei es erwähnt. Gerade weil ich im Thema Abnehmen durch meine 20-30-jährige Leidensgeschichte mit 70 Kilo Gewichtsverlust sehr viel Erfahrung habe und das mit dir teilen will. Und dieses Prinzip ist eben auch enthalten. Direkt und indirekt in allen Lebenshilfebüchern ist das eine ganz, ganz wichtige Option, dass man so tut, als ob. Und man kann diese Bücher, die jetzt nur dieses Prinzip beinhalten, sich eigentlich alles sparen, weil wenn man das einmal begriffen hat, dass man selber Herr seiner Realität ist und sein eigenes Handeln und Tun den größten Einfluss hat. Das, was man tut, natürlich in gewissen Grenzen, der Einfluss, ne, dann ist es das Beste, das allerbeste, was du eben tun kannst. Wie ich schon sage. Aber das können die wenigsten nur annehmen. Sie kommen nicht ins Tun. Tu so, als ob. Willst du wirklich weniger runter? Willst du absolut gar nichts mehr von Depressionen haben? Oder zumindest tatsächlich weniger, dann lache. Lache. Willst du weniger Schmerzen haben, dann tu so, als würdest du keine Schmerzen spüren. Da habe ich ein schönes Video dazu gemacht. Kalte Wasser, eiskalte Wasser. Rein in das Wasser. Das erste Mal für mich in dem Jahr habe ich ein Video gemacht. Ich habe einfach so getan, spüre die Schmerzen nicht. Das ging viel einfacher. Willst du deine Krankheiten besiegen, dann tu so, als wärst du kerngesund. Ganz einfach, wirklich ganz einfach. Tu so, als ob. Tu so, wie du sein willst. Tu einfach so. Ja, ansonsten, wer mehr Videos haben möchte, vergisst unbedingt nicht, die Glocke zu drücken. Die Glocke ist so, so wichtig. Ich habe das heute erfahren. Die Glocke zeigt nämlich dann auf dem Handy, wer nicht die Glocke drückt, zeigt gar nicht die Videos an, sondern das ist nur auf dem Desktop. Da werden alle Videos in den Abos angezeigt. In den Handys wird bei der Glocke
werden nicht die Videos angezeigt. Haben jetzt 3-4 User gesagt, dass sie die aktuellen Videos nicht sehen. Unbedingt die Glocke drücken. Das ja essentiell. Gut. Ich wünsche euch richtig viel Freude beim Ausprobieren, so tun als ob. Überlegt euch, was ihr gerne sein würdet und tut so als ob. Ich bin mega gespannt auf eure Erfahrungen und natürlich auch auf eure ersten Gedanken. Schreibt das hier rein. Das ist das Video, wo es darum geht, so zu tun wie seine beste Version, was man sich vorstellen kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in den Kommentaren. Dein Samu.